Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Runde der Long Dark Tales from the Far Territory. Wir sind im Lagerbüro und wir haben ja gestern den gescheiterten Versuch unternommen, zu dem Aussichtsturm zu gelangen. Da haben uns die Wölfe einen Strich durch die Rechnung gemacht, Plan A gescheitert. Dann hat man gesagt, wenn Plan A nicht funktioniert, dann versuchen wir vielleicht mal zum Damm zu gehen, Plan B. Jetzt habe ich mir überlegt, was soll ich eigentlich am Damm? Da komme ich zwar vielleicht oder muss ich vielleicht nochmal hin und da finde ich vielleicht auch ein paar spannende Sachen. Aber unser eigentliches Ziel war ja, vom Rätselsee durchs trostlose Marschland über die beschädigte Bahnstrecke dann zu der neuen Region zum Forsaken Airfield zu kommen. Und das ist quasi Plan C, aber eigentlich war das schon immer der Plan, also ist das Plan AAA. Und deshalb habe ich mich vorbereitet und ich denke, wir sind bereit, die Tour in Angriff zu nehmen. Das heißt, wir würden heute wirklich hier starten am Rätselsee. Wir sind ja irgendwo hier am Lagerbüro, würden die Bahnstrecke langlaufen. Das trostlose Marschland würden wir wirklich, denke ich, nur mal einmal quer durchlaufen, weil die spannenden Locations sind meines Wissens hier hinten gewesen. Und das wäre ein riesengroßer Umweg, da kommt man nicht so ohne weiteres hin. Wer das Spiel kennt, weiß, wovon ich rede. Wer es noch nicht kennt, wird es vielleicht sehen, wenn wir hier durchlaufen. Das ist nie ganz so einfach. Das Gebiet hat es in sich. Und dann wird man zur beschädigten Bahnstrecke kommen. Und der Plan ist, dass wir heute bis zum Lokschuppen kommen. Dort übernachten können. Je nachdem, wann wir dort sind. Ich würde auch gerne nochmal einen Abstecher zur Jagdhütte machen, die dann hier oben irgendwo ist. Da müssen wir allerdings einen relativ großen Umweg laufen. Und dort kann man auch noch eine ganze Menge finden. Auch eine nette Location. Und dann müssen wir mal gucken, wo genau der Übergang von der beschädigten Bahnstrecke zum Forsaken Airfield ist. Also heute der Plan vom Rätselsee übers trostlose Marschland zur beschädigten Bahnstrecke. Und jetzt höre ich, dass draußen ein bisschen Wind ist, aber da müssen wir durch. Ich würde schnell noch was essen. Wir sind bei weitem noch nicht überladen. Ich habe wirklich gut aussortiert, sodass wir heute möglichst schnell vorankommen. Verdammt, jetzt ist wirklich Schneesturm. Das ist nicht der Plan gewesen. Was haben wir denn? Wir haben die Rehhaut und die Därme, die sind noch nicht komplett trocken, aber sind schon auf einem guten Weg. Das heißt, die brauchen noch eine Weile. Das geht aber auch, wenn wir nicht hier sind. Achso, und vielleicht noch zur Erklärung, wenn draußen der Sturm wütet, müssen wir mal schauen. Ich habe noch mal ein bisschen repariert. Die Schneehose, die hatten wir ja neulich gefunden. Die habe ich repariert, dass die ein bisschen besser ist. Und die Klettersocken habe ich repariert. Jo. Dann habe ich festgestellt... Achso, dann haben wir die Fertigkeiten. Da habe ich das Buch zum Kadaver zu legen fertig gelesen. Da können wir also demnächst eine Stufe aufsteigen möglicherweise. Und das wäre schon mal ein guter Anfang. Und die anderen Sachen beim Fünflegen habe ich natürlich auch ein bisschen wieder Erfahrung gesammelt. Und... Dann hatte ich festgestellt, es gibt ein neues Item, zumindest kannte ich es bisher nicht. Ich denke, das ist mit dem Update reingekommen, die improvisierten Steigeisen. Da brauchen wir eine Werkbank, 4 Metallschrott, 2 Leder. Ich weiß noch nicht genau, für was sie da sind, aber das sieht ein bisschen so aus, als ob die das Verstauchungsrisiko an steilen Hängen vermindern können. Das steht zwar so erstmal nie da als Erklärtext, aber das ist eine Vermutung von mir. Und vielleicht nehmen wir die dann, bauen wir uns die mal bei nächster Gelegenheit. Müssen wir halt Metallschrott sammeln. Könnte ich jetzt von hier auch schon welchen mitnehmen? Ich habe ja schon welchen gefunden. Ich glaube 2 Stück. Ja, aber das lassen wir. Wir laufen los. Ja, und dann raus in den Sturm. Das war zwar nicht der Plan, dass wir bei Sturm loslaufen. Aber manchmal muss man es einfach so nehmen, wie es ist. Der große Vorteil ist, wir müssen immer an der Bahnstrecke lang, wir können uns also nicht verlaufen. Zumal ich die Region ja auch kenne, ein bisschen zumindest. Manches vergisst man ja auch mit der Zeit. Und der zweite Vorteil
Der Nachteil da natürlich dabei ist, ist, wir sehen die Wölfe nicht oder sehr spät. Aber da müssen wir jetzt einfach durch. Was mir gerade gut gefällt, ist, dass der Wind von hinten kommt, der Schneesturm. Das hilft uns schon mal. Gegen Schneesturm wird man deutlich langsamer unterwegs sein. Was natürlich nicht so schön ist, die Temperatur nimmt jetzt stark ab. Das Risiko muss ich jetzt erstmal in Kauf nehmen. Und die Klamotten werden durchfeuchtet. Das ist natürlich grundsätzlich kein guter Plan, wenn das Ziel Überleben ist, dass man sich in so eine Situation begibt. Aber ich wollte jetzt nicht noch länger warten. Mit jedem Tag, den wir warten, ich hätte jetzt im Lagerbüro noch einen Tag vertrödeln können. Aber dafür brauchen wir ja unsere Nahrung und unser Wasser. Das heißt, wir müssten dann dafür sorgen, dass wir dort Nachschub bekommen. Das nimmt auch wieder Zeit in Anspruch. Und deshalb der Plan, heute loszulaufen. Okay, es war nicht mein bester Plan, ich gebe es zu. Zumindest im Schneesturm. Wir sind noch nicht einmal an der Kartengrenze und haben schon ordentlich die Kälte verloren. Ich weiß gar nicht, ob auf der nächsten Map das Wetter so weitergeht, ob dann automatisch anderes Wetter ist. Ich weiß aber, dass es hier in den Tunnel reingeht. Und da habe ich jetzt ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass es vielleicht im Tunnel nicht kalt ist. So, hier ist oh Gott, ich dachte, hier hätte früher mal eine Leiche oder irgendwas gelegen, was man looten konnte. Dem ist nicht so. Da liegt ein Stück Holz, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und dann geht es hier in den Tunnel rein. Und wir verlassen den Rätselsee. Mist. Wir sind im trostlosen Marschland und der Wind pfeift uns immer noch um die Ohren. Wir haben jetzt oben das Symbol für die dafür, dass wir im Windschatten sind, ne? Oben in der Mitte das Symbol. Ne, verlassen willst du das jetzt nie. Und wenn wir im Windschatten sind, da werden wir mal. Ja, hilft ja nichts anderes. Müssen wir jetzt ein Feuer machen? Zunder zum Feuer machen benötigt. Wieso hast du denn jetzt keinen Zunder einstecken? So. Cold. Oh Gott, ja. Da musst du dir erstmal ein Zunderbündel herstellen. Hast du komplett verpennt, mein Lieber. Und da wären wir jetzt mal, jetzt haben wir eine Erfolgschance von 50, jetzt haben wir eine Erfolgschance von 90, wenn wir Streichholz nehmen von 80%. So. Das wäre eigentlich auch ein guter Zeitpunkt gewesen, Brandbeschleuniger einzusetzen, aber eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 90%, da bin ich zu sehr Spieler. Eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 90%, die ist quasi. Was war denn das jetzt? Oh ne, jetzt hat er die Region verlassen. Oh ne, ist jetzt mein Feuer noch da oder ist es aus? Eieieiei. Trostlos, das habe ich ja blöd gesetzt. Lagerfeuer. 13 Minuten brennt es noch. Und dann machen wir uns mal. Muss mal die Pfirsiche warm machen. Was warmes Essen bringt nämlich einen Wärmebonus. Solange wir im Windschatten sind, ist das auch okay. Wenn wir aus dem Windschatten rauskommen würden, also wenn der Wind jetzt dreht, dann haben wir das Problem, dass der das Feuer auch natürlich beeinflusst. Und dann besteht die Möglichkeit, dass wir, also dann reduziert sich die Brenndauer. Ja, geht es schneller aus. So, das ist natürlich jetzt echt eine blöde Situation. Ich weiß, dass wir auf dem Weg, ach, jetzt haben wir natürlich keine Karte, wir sind jetzt natürlich. Jetzt haben wir die Karte vom Rätselsee, weil wir hier schon waren. Okay.
Jetzt haben wir ja keine Karte. Aber ich weiß, dass ungefähr auf halber Strecke nochmal eine Möglichkeit ist zum Unterstellen. Da ist ein beschädigter, alter, entgleister Zug. Da wollen wir hin. So, das kannst du mal wissen. Ich hatte nämlich auch bloß eine recycelte Dose mitgenommen, zur Sicherheit. Jetzt habe ich schon zwei Dosen, weil ich wusste, dass wir ja Dosen nachher mit uns führen und die können wir dann entsprechend essen. So, jetzt müssten wir aber tatsächlich... Ja, dann machen wir einmal Wasser. 19 Minuten. Und halt, wie sieht's aus mit den Werten? Naja, gut. Was zu essen brauchen wir jetzt nie machen. Dann machen wir zweimal Wasser. Wo wir 19 Minuten, da kommen wir auf 40 Minuten. Da gucken wir mal. Warum zweimal? Ich habe es schon mal erklärt. Liegt ganz einfach daran, weil wir es erst schmelzen müssen und dann nochmal genauso lange, wie wir zum Schmelzen brauchten. Das Ganze zum Sieden bringen müssen. So, jetzt sind wir hier am Feuer. Wir lassen es noch, 17 Minuten brennt das noch. Wieso brennt denn das noch so lange? Hätte doch wesentlich kürzer sein müssen. Gut, wir können das Lagerfeuer dann auch hier stehen lassen. Denn ich denke nicht, dass in den 17 Minuten das Schnee aufhört. Bisschen eine blöde Situation. Wir gucken nochmal hier drauf. Wir sind jetzt hier ganz am Anfang irgendwo, sind jetzt durch den Tunnel durch. Das war quasi der Übergang von einer Region in die andere. Und irgendwo hier in der Mitte sind die Bahnwaggons. Bis dorthin müssen wir es schaffen. Jetzt haben wir es vom Rätselsee von hier bis hier hin. Wenn wir davon ausgehen, hier ist der Katerstaudamm. Wir haben es mit so einem kurzen Stück uns die Temperatur nach unten gerissen. Gut. Hilft alles nichts. Wie gesagt, heute ist eine reine Weg-Zurücklege-Folge. Ich hätte natürlich noch einen Tee kochen können oder einen Kaffee. Ein Kaffee wäre gar nicht so schlecht gewesen. Ein heißer Kaffee. Na gut, das wird nicht das letzte Lagerfeuer sein, was wir uns machen auf dem Weg, wenn es weiter so stürmt. Ungünstig. War mein Fehler, dass wir heute losgelaufen sind. Aber so ist das Spiel manchmal. Man setzt sich Ziele und das Wetter macht einem einen Strich durch die Rechnung und man will aber von seinen Zielen nicht abkommen. Ja. Gut, die 2 Ingame-Minuten warten wir noch. Die warten wir noch ab. Wir sind von der Temperatur her jetzt in Ordnung. Wie sieht es denn eigentlich aus mit den Klamotten? Die sind doch alle trocken. Ah, hier haben wir schon wieder 1% verloren. Ich beobachte das immer ganz genau, weil ich die möglichst nie verlieren will. Die sollen nicht kaputt gehen. Ja, wenn sie nass sind und wenn wir mit nassen Klamotten unterwegs sind, habe ich die Erfahrung gemacht, verlieren sie besonders schnell an Haltbarkeit. Aber ich glaube auch generell passiert das ganz einfach. So. Lagerfeuer, Glut. Ach so, Glut. Müssen wir erst noch warten. Weil ich würde dann die Kohle mitnehmen und das Lagerfeuer zerlegen. Und dann laufen wir los. Weil es überhaupt Kohle zum Mitnehmen gibt. Wenn es keine gibt, dann zerlegen wir es zumindest. Weil die Position ist denkbar ungünstig hier. Man klickt auf trostloses Marschland verlassen und denkt eigentlich, dass man das Lagerfeuer anklickt. Haben wir echt Glück, dass es nie ausgegangen ist. Zwischendurch, dass er das von der Zeitspanne von der einen Region in die andere. Das nehmen wir auseinander. Und der Sturm ist vorbei. Und wisst ihr, was wir jetzt noch schnell machen? Wollte ich nämlich gerade sagen, wenn der Sturm vorbei ist, kann man auch die Map untersuchen.
Dann bekommen wir hier zumindest ein Stück. Na, wir gehen jetzt in diese Richtung weiter. Ein Stück von der Karte. Der Sturm ist vorbei. Wunderbar, da hat es Warten sich ja doch gelohnt. Das sehen wir auch ein bisschen mehr von der Karte. Gehen jetzt immer an den Bahnschienen lang. Die führen wirklich quer über die Karte. Hat man ja schon auf der großen, auf der Weltkarte gesehen. Ja. Temperatur geht zwar noch mal leicht nach unten, aber weitem nicht so schnell wie im Schneesturm. Jetzt müssen wir auch mal gucken, dass wir rechts und links keine Wölfe haben. Kann natürlich sein, dass auch hier mittig auf der Karte uns Wölfe begegnen. Wir haben leider noch keine Schusswaffen. Ich habe auch tatsächlich die Munition nicht mitgenommen. Ich habe auch die Schusswaffen-Handbücher, die wir gefunden haben, noch nicht gelernt. Das heißt, wenn wir jetzt doch eine Schusswaffe finden sollten, dann ist es halt so. Vielleicht finden wir dann noch neue Munition, um uns zu verteidigen. Und die Fähigkeiten, die müssen wir dann halt so hochleveln. Wir kommen ja irgendwann wieder zurück zum Rätselsee. Denke ich. Ja, so ist das Wetter schon angenehmer. Ne? Da sieht man was von der Landschaft. Und hier sieht man auch, was ich sagte, dass diese harsche Landschaft hier rechts und links, da ist nichts, was man irgendwie sehen könnte oder wo man sich unterstellen könnte. Es sind am Rand, glaube ich, die eine oder andere Höhle versteckt. Aber die größte Herausforderung wird sein, hier mitten übers Feld zu kommen. Denn das sind Sümpfe und auf diesen Sümpfen, da ist das Eis teilweise sehr dünn, das heißt, man kann einbrechen. Man muss sich also einen Weg übers Eis suchen, tatsächlich. Und das ist eine Herausforderung, da ist, denkt man, ach, ich gehe mal schnell darüber und dann ist das Eis dort überall so dünn, dass man nicht rüberlaufen kann. Beziehungsweise, dass man Gefahr geht, einzubrechen. Und dann braucht man plötzlich ewig, um hier mal so ein kurzes Stück zu gehen. Wobei hier rüber kommt man, das weiß ich. So, jetzt sind wir schon. Oh Gott. Die Geräusche überarbeitet, das wusste ich gar nicht, dass es hier solche Geräusche gibt. Eine Kohle. Wilderer Lager. Das wilderer Lager. Handgekritzelte Nachricht. Ein Hinweis mit einem Überlebenstipp. Wir haben es schon so weit geschafft. Ich habe ein paar Sachen für dich versteckt. Hinweisversteck im trostlosen Marschland. Wir sind hier losgelaufen. Sind hier irgendwo jetzt wahrscheinlich. Wie weit ist die Karte? Ja, ist gar nicht so groß. Dann sind wir halt vielleicht hier irgendwo. Hier mittendrin ist das Hinweis. Ist der Hinweis. Na gut. Brandbeschleuniger Kohle. Da liegt eine Gewehrpatrone. Antiseptikum. Windjacke. Nähzeug. Nähzeug habe ich nagelneues eingepackt gehabt. Denn das andere, was wir gefunden haben, was wir benutzt hatten bisher, das war dann schon relativ weit abgenutzt. Und deshalb. So, habe ich Neues eingepackt, damit wir hier auch unser Zeug reparieren können. Jetzt haben wir eine ganze Menge gefunden. Wir machen das wie folgt. Die Kohle ist relativ schwer. Und mit einer Kohle kann man kein Feuer anzünden. Deshalb lasse ich die Kohle erstmal komplett hier. Sonderbündel habe ich. Ein bisschen was zum Verbrennen habe ich auch. Ein Buch zum Anzünden. Und Brandbeschleuniger lasse ich auch einen hier. Was habe ich gerade noch gefunden? Eine Jacke. Da haben wir schon die bessere von beiden an. Die lasse ich auch hier. Zu essen, da nehme ich natürlich alles mit. Ist klar, was haben wir hier? Die Dose. Können wir auch eine hier lassen. Können wir sogar zwei hier lassen, aber die kann man auch woanders dann abstellen. Und hier haben wir noch eine Sturmlaterne. Das ist auch nicht schlecht. Gut. Ach ja, das Antiseptikum. Hat nur 24%. Das lassen wir mal hier.
Gut, damit wir nicht überladen sind, das lasse ich hier. Und was haben wir gelernt? Was machen wir, wenn wir irgendwo Material gefunden haben? Kleidung, Werkzeuge, Lager, Material. Material habe ich mir bisher immer vorzugsweise dafür genommen, wenn ich irgendwo draußen in der Landschaft was habe, was ich markieren will. Bogenschößlinge zum Beispiel oder sowas. Dann würde ich... Aber Lager ist es auch nicht. Ich habe das Lagerbüro gar nicht markiert. Naja, okay, ich sprühe das mal hier dran. Mal gucken, jetzt ist der Schnee auch vorbei. Dass ich einfach weiß, okay, hier gibt es Material. Ich erinnere mich zwar mit Sicherheit dran, dass wir schon mal hier waren, aber ich erinnere mich dann mit Sicherheit nicht mehr dran, ob und wenn ja, was wir an Material hier hatten. Ob wir überhaupt was hier gelassen haben oder ob wir das vielleicht alles gelootet haben. Ich nehme nun trotzdem mal die Zeit, die Karte zu zeichnen, weil dann einfach der Bereich größer wird und dann haben wir besser den Überblick, wo wir sind. Vielleicht geht die Bahnsteige tatsächlich. Gott. Ich muss weiter, da kriege ich Angst. Vielleicht geht die Karte ja sogar relativ nah an dem Versteck vorbei. Da liegt was. Eine Bügelsäge. Hundefutter nehmen wir auch mit. Eine Bügelsäge ist dazu da, um aus verschiedenen Metallen, wie zum Beispiel Metallregalen. Übel, oder die Geräusche? So gut gemacht. Um da Metall draus zu machen. Metallschrott. Jetzt verblemmert schon wieder ganz schön viel Zeit hier. Temperaturmäßig ist es gerade kein Problem. Guck mal, da haben wir auch einen Metallschrott übersehen. Wo hatten wir denn unsere Augen? Temperaturmäßig ist es kein Problem, aber wir haben von der Müdigkeit, von der Tageszeit her. Naja, geht alles noch. Die Bügelsäge, die lasse ich mal auch hier. Die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das habe ich. Metallschrott, da wiegt ein bisschen was und ich habe Zedernholz zum Verbrennen, das ist okay. Lass mal eins hier. Gut, wir machen uns auf den Weg, wir laufen einfach weiter die Bahnstrecke lang. Bin ich natürlich schon ein bisschen neugierig auf dieses Versteck, was er uns markiert hat. Wo das ist und ob wir da überhaupt so ohne weiteres hinkommen. Was mir gefällt, ist, dass wir bisher noch keine Wölfe gesehen haben. Kann eigentlich bloß dort hinten irgendwo sein, ne? Sagte ich und sah einen Wolf direkt mittig auf der Bahnstrecke. Einen? Das sind drei Wölfe. Guck dir das an. Dort sind eins, zwei. Dort noch ein dritter. Das ist ein Timberwolf-Rudel. Das sind vier. Vier Wölfe. Jetzt laufen die auch noch darüber. Gut, mit denen brauchen wir uns nie anlegen. Keine Chance. Wir vergessen jetzt auch mal schnell das Versteck, was da angeblich irgendwo ist. Liegt dort jemand oder etwas? Seenotfackel. Ich würde ja fast sagen, das ist ein Timberwolf-Rudel. Na Gott, wo kommen wir jetzt hier rüber?
Das ist das, was ich meine. Dann ist man plötzlich hier irgendwo. Da ist es auch sehr hilfreich, wenn man nicht überladen ist. Weil man dann notfalls über das dünne Eis rennen kann. Jetzt hoffe ich nur, dass uns hier hinten nicht gleich noch der nächste Wolf über den Weg läuft. Einen einzelnen Wolf kriegt man im Zweifel noch abgewehrt mit so einem, im Nahkampf sozusagen. Aber ein ganzes Rudel. Vier Stück waren das, ne? Ich mal gucken, wie komme ich denn jetzt hier lang? Oh Mist. Runterspringen ist immer gar keine gute Idee, da kann man sich verstauchen. Ja, wo das Eis so dünn gemalt ist, so blau, so hell, da kann das durchaus sein. Oh, dieses Knacken, oder? Irre. Ja, hier oben den Fluss hoch. Nehmen wir ein paar Stöcke mit, kann nicht schaden. Da kommt man dann früher oder später zur Gebirgsstadt Milden, zum Übergang zur Gebirgsstadt. Ja gut, wir mussten jetzt einen Umweg laufen auf der Karte, das ist nicht schön, das hat uns mehr Zeit gekostet als gedacht. Aber das Wetter spielt zumindest jetzt mit. Gerade geguckt, ob das da vorne Wölfe oder Baumstämme sind. Sieht aus wie Baumstämme. Dass auf dieser Karte Timberwolf-Rudel sind, ist eigentlich neu. Das gab es vor dem Update nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es eins war, aber so viele Wölfe auf einen Haufen, das kann eigentlich nur ein Timberwolf-Rudel gewesen sein. So, jetzt schauen wir hier. So, dort würdest du natürlich jetzt auch gerne hingehen, zu diesem Jägerunterstand. Aber wie kommst du da hin? Musst du wieder einen Umweg laufen. Hätte ich denn hier gerade Bartflechte gesehen? Ja, da drüben. Naja. Ja, zu dem Jägerunterstand gehen wir. Temperaturmäßig ist das alles gerade völlig unkritisch. Was jetzt eher ein Problem ist, ist dann die Müdigkeit, dass wir ohne überladen zu werden, also ohne dass die Tragfähigkeit so weit runter geht, noch den Weg schaffen bis zum Lokschuppen oder Wartungsschuppen heißt das, glaube ich. Weiß ich nicht mehr genau. Notfalls muss man Kaffee trinken, dazu ist ja Kaffee da. Ne? Guck mal, hier haben wir Zunder. Das war auch, also das ist mir auch noch nie passiert, dass ich mal ohne Zunder unterwegs bin. Zunder findet man so viel an jeder Ecke. So, unteres Jägerversteck heißt das. Oh, der Jäger hat es nicht mehr lange gemacht. Heißt das, es gibt noch ein oberes Jägerversteck, wenn das das untere ist. Wo hängst du denn jetzt? Irgendwo hat er jetzt dran gehangen. Holz nehme ich mit. Und was haben wir hier? Zielen. Bogenschießen. Na gut. So, da kannst du mal essen.
Und trinken. Du kannst du so eine Dose nehmen hier. Gut, die Wölfe jaulen. Krähen. Dort hinten. Ah, leider können wir jetzt nicht hin. Ich könnte nochmal, wenn wir schon mal hier sind, wollen wir uns die Zeit nehmen. Nochmal zu schauen, wo wir sind. Hier sind wir losgelaufen, hier sollten wir eigentlich lang gehen, also hier irgendwo. Gar nicht so weit weg. Und hier sind wir. Ja, hier genau genommen, ne? Dieser. Dann müsste das ja da drüben irgendwo sein. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir hier schon wieder zur Bahnstrecke rüberkommen. Ob das ein guter Plan ist, hier lang zu gehen. Wir müssen dorthin, wo die... wo der Tunneleingang dann quasi ist. Da liegt ein Rehkadaver, wenn ich es richtig sehe. Da guckt das Geweih raus. Da brauchen wir nicht unbedingt hin. Den wollen wir heute nicht ausnehmen. So, und was ist das dort? Noch ein Wolf. Na toll, da denkst du, du hast es geschafft. Und der läuft aber auch. Der bewacht den Eingang ganz schön dolle. Ja, vielleicht schaffen wir es. Vielleicht kommen wir dran vorbei, ohne dass er uns findet. Oder entdeckt. Wir müssen das irgendwie managen. Keine Ahnung, wo das Versteck sein könnte. Oder den Baum stampfen. Egal. Die Markierung auf der Karte bleibt ja, ne? Hier ist die Markierung. Und am Rätselsee ist die Markierung auch geblieben, da. Mal gucken, da hinten ist der Wolf. Wenn ich schleiche, hilft das gegen Wölfe? Wittern die mich? Nicht umdrehen. Mal guck mal, der heult schön. Okay, er geht weiter. Das funktioniert. Sehr schön. Dann machen wir an dieser Stelle den Übergang zur nächsten Region und ich gehe in die nächste Folge. Aber beim Regionswechsel gibt es keinen Speicherpunkt und demzufolge muss ich die nächste Folge gleich nahtlos mit aufnehmen. Wir sind jetzt an der beschädigten Bahnstrecke und von hier geht es morgen weiter. Für heute verabschiede ich mich, bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.